erstmal herzlich willkommen, liebe Oberkill-Community. Wir haben heute mal wieder was ganz Besonderes, ganz Kurzfristiges für euch am Start. Sehr kurzfristig, ja. Wir haben ja, heute erstmal ein neues Projekt, was wir euch vorstellen wollen. Es geht um Puma x Overkill. Special Guest war Christopher am Start. Ganz, ganz kurzfristig eingeflogen. Ja. Dazu kommt Christopher bestimmt gleich nochmal im Detail. Ja. Und ja, wir haben uns heute mal ein ganz anderes Setup ausgedacht. Wir sind hier im Stairs. Das ist eine Bar in Berlin, in der Uhlandstraße. Hinter den Kulissen, hinter der Bar, der Mann hinter den Drinks ist der Konstantin. Konstantin, vielen lieben Dank. Das war deine wunderschöne Bar heute für unsere kleinen Spot hier nutzen dürfen. Der Konstantin hat ein reichhaltiges Repertoire an Spirituosen, so ein bisschen spezialisiert auf Whisky. Hab gehört, hier gibt es auch das eine oder andere feinste Zigarillo. Weiß ja nicht, ob das was für dich ist. Jetzt sitzen wir hier später noch. Aber andere Zigarillos als, vielleicht. Ja. Als kleines Introducing, wo sind wir heute hier? Und ja, was machen wir eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage, die wollte ich dir eigentlich stellen, weil ich wurde ja hier quasi gestern überfallen in Köln und wurde dann einfach eingeflogen und weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich bin. Okay, in der Bar Stairs, aber in welchem Stadtteil? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich finde es gut, ich finde es nice, ich habe Bock, ich bin gespannt, was wir machen. Ja, also wer Overkill kennt, Busy Times bei uns aktuell, wir sind ein bisschen spät dran. Fashion Week am Start, Paris Fashion Week am Start. Paris Fashion Week haben wir gerade hinter uns, Berlin Fashion Week steht vor uns. Ich fange einfach erstmal an, ja, ein paar Insights zum Produkt zu liefern, warum wir heute hier sitzen. Ja. Und dann können wir ja noch mal ein bisschen auf die Umstände eingehen, warum so spät, was gibt es heute zu erzählen. Und ja, Hauptaugenmerk ist quasi für alle Overkill-Fans da draußen, die uns schon seit Jahren begleiten. Jeder kennt wahrscheinlich aus der Vergangenheit unsere erste Collab mit Puma Pfeffi Boys. Die quasi hinter dir steht, können wir später noch mal ein bisschen in den Kamper linken, bestehend aus dem Blaze Cage und Disco G. Legendäre Collab-Party. Ich glaube, die wildeste Party, die Overkill in seiner Historie jemals gefeiert hat. Ich glaube, alle, die dabei waren, können es bezeugen. Auf jeden Fall Top 2, würde ich sagen. Bei mir, also ich habe zwei im Kopf, einmal der Rave, der Open Air Rave. Der war New Balance. Das war New Balance, genau. Und dann noch die Party hierzu. Da habe ich aber nur noch sehr wenig Erinnerungen dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier war auch nice. Wir haben ja damals, war das Thema, wir wollen natürlich heute auf die neue Collab eingehen, aber wir müssen ja auch ein bisschen erzählen, wo kommt's her. Bisschen Storytelling in der History greifen. Blaze Cage war tatsächlich in Schwarz angelehnt. Wir damals gesagt haben, das ist so das Blackout-Thema. Ja. Und tatsächlich war damals auch noch vom RBB begleitet mit Videokamera. Legendäre Party, Techno, sind alle durchgedreht. Ich dass dass da, sie sich das damals gegeben auf, haben. Auf der Musikbox getanzt, oberkörperfrei. Und ich habe tatsächlich ab 5 Uhr so einen kleinen Absturz gehabt. Ehrlich? Und um 9, jetzt gibt es so Konstantin. Konstantin ist aufmerksam. Konstantin wird übrigens zwischendurch uns auch ein bisschen verköstigen heute. Also es warten ein paar Drinks auf uns, ein paar Mixgetränke. Wir erzählen gleich noch ein bisschen mehr über Berliner Luft, aber mal so Step by Step. Wir haben ganz schön viele Hardfakten heute, nicht, dass wir uns hier totschlagen. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Drinks aus Berliner Luft mischen kann tatsächlich. Ich bin ja ganz begeistert, was wir hier gleich verkosten können. Ja, wir haben auch eine Karte, können ein bisschen abnerden. Und dann nice. Lassen wir auch mal die Leute hinter der Kamera überraschen, was es tatsächlich alles so gibt. Naja, auf jeden Fall damals Blackout, Absturz. Pfeffi Boys, Baseballschläger, ich erinnere mich. Schuhe waren exklusiv verfügbar, waren ausverkauft, waren mega Erfolg. Ja. Und wir haben uns natürlich gedacht, mit Puma vor circa 2 Jahren, dass wir den Erfolg nochmal wiederholen wollen, darauf aufbauen wollen. Und aus dem Ganzen ist jetzt die Berliner Luft Edition geworden. Wir haben auch wie damals wieder ein Pack genommen. Wir haben uns zwei Footwear-Silhouetten genommen, den Mirage OG und den Puma XS 7000. Vom Look und Endkonsumenten eigentlich ein bisschen zwei verschiedene Schuhe. Hier eher so Retro-Running, 90er Jahre, auch Retro-Running, aber ein bisschen technischer. Der ist tatsächlich ganz nice zu sehen. Ich mag ja den Mirage sehr gerne. Wir haben letztens noch so einen kleinen Stream gehabt, wo wir so über Vintage-Turnschuhe gesprochen haben und auch einiges in die Kamera gehalten haben. Und da war auch so ein Mirage dabei, der Mirage 1 und der Mirage 2. Und die Leute haben alle gesagt, was das eigentlich für ein geiler Schuh ist. Also die hatten den wirklich gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel und jetzt hast du hier so ein Ding stehen. Also der kam auf jeden Fall vor circa 2 Jahren auch inline bei Puma in die Produktkategorie rein
Und für mich ist das ein ganz ehrlicher Alltagsbieter. Preis-Leistung top, nicht zu fancy. Wie gesagt, was kostet der? Wer uns halt kennt. Unsere Collab-Version ist natürlich ein bisschen teurer wie die Inline-Variante. Inline bist du mal so bei 90 Euro, 90 bis 100. Unsere Price-Entry liegen so bei 110. Ja, ist aber immer noch fair. War am Anfang, haben wir so kalkuliert, 110, 120 Euro. Exklusiv bei Oberkill, es gibt nur knapp um die 500 Paar, muss man auch dazu sagen. Es ist schon jeweils eine strengere Limitierung. Okay. Natürlich individuell designed, Packaging kommen wir später dazu. Gibt natürlich ein paar Details, die den Preis rechtfertigen können, ist aber natürlich auch ein kleiner Unterschied. Wir wussten halt damals, dass wir die heutige Inflation schon mit einkalkulieren. Ja. Habt ihr jetzt, du hast gerade gesagt, dass ihr jetzt vor 2 Jahren entschieden habt, daran zu arbeiten. Ich muss erst mal kurz einen Break machen. Ja? Ich muss meinen ersten Drink bestellen. Ja? Ja. Also, es geht ja hier heute auch um Berliner Luft, weil ja, das ist ja so die Inspiration bei der Kollaboration, die Ideenfindung. Ich habe hier eine ganz tolle Drinkkarte von Berliner Luft, findet man bei Schilkin auch auf der Webseite. Wer von euch das da draußen nicht weiß, Berliner Luft ist eine Marke von Schilkin. Schilkin ist eine Produktionsstätte hier in Berlin, gibt es schon seit 72 Jahren. Und die haben heute auch ein paar Produkte für uns abgefüllt und uns ein paar Rezepte für Longdrinks rübergeschoben. Und ich lese hier so wilde Sachen wie Berliner Tango, Berliner Mojito, Berliner Luft Soda und Konstantin. Welchen darfst du sagen? Ich hätte auf jeden Fall mal Bock auf so einen Berlin Tango. Vielleicht kannst du uns ja mal, wenn du bist der Barkeeper des Vertrauens, ein bisschen erklären, was drin ist. Na klar. Bei dir auch noch zwei? Dann würde ich zwei machen oder? Ich finde den Berliner Frozen Mango nicht schlecht, aber ich würde, glaube ich, auch den Tango nehmen, weil ich sehe gerade, da ist auch Mango drin. Richtig. Ich bin nämlich Mango-Fan, von daher nehme ich das gleiche wie der Marc erstmal, würde ich sagen. Also die Rezepte generell sind relativ einfach, kann man easy zu Hause nachmixen. Könnt ihr euch auch downloaden übrigens, also auf der Webseite bei Schilkin Berliner Luft angucken. Also kommen wir ja gleich mal hier einblenden vielleicht. Genau, hier so. Auf jeden Fall einen guten Schluck Berliner Luft. Ich glaube, bei uns kannst du vielleicht auch 2 Schlücke machen. 2 Schlücke, das ja, mache ich sehr gerne. So. Genau, ein bisschen Mango. Uns läuft übrigens auch die Zeit ein bisschen davon, weil Konstantin hat später ja hier noch Business zu betreiben in der Bar. Der setzt uns nachher vor die Tür und deshalb müssen wir jetzt ganz schnell ganz viel trinken und uns ganz schnell und ganz kompakt mit unseren Infos halten. Ich erinnere mich, dass du das ganz gut kannst und ich glaube, ich kann das auch schnell trinken. Das Ganze wird dann mit Tonic getoppt. Aha. Super erfrischender, fruchtiger Sommerdrink. Wir werden übrigens im besten Fall, ausführlich kommen wir auch wieder später dazu, in 2 Leitragen wieder hoffentlich eine historische Collab-Party feiern. Collab-Party. Wo und in welchem Rahmen, erzählen wir euch gleich. Und dann gibt es vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Schön. Sommerdrink. Aber ich glaube, wir machen heute Live-Tasting und testen, was uns gut mundet. Und das, was es halt ins, in die Endrunde das, schafft, das müssen die Leute dann in 2 Tagen auf unserer Party trinken. Werden wir dann all night long verköstigen. Und ey, wenn es doch zu kompliziert ist für uns, hier selber die Baus sehen und Konstantin vorbei. Ja. Dann bist du am Start und dann... Ja. Nicht wundern, ich muss erst mal 2 Schluck nehmen, ja, um der Marc war nämlich vorhin sehr aufgeregt, vor dem ist, liegt ihm sehr am Herzen hier, diese Zusammenarbeit mit Puma, habe ich das Gefühl. Puma ist halt, ist ja so fast schon Family Business, wir haben halt echt eine enge Bindung zu Puma, supporten uns sehr stark, begleiten uns schon sehr lange auf unserem Weg und ja. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute ein bisschen nerden können zum Drink selber. Also ich bin ja sehr vertraut natürlich mit der Berliner Luft, aber halt in der Originalversion, wie sie lebt und lebt. Und es ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich heute Longdrinks teste. Für mich ist es auf jeden Fall ein sehr erfrischendes Erlebnis, muss ich sagen. Ganz leichter Pfefferminzgeschmack. Für die, die Berliner Luft auch noch nicht konsumiert haben, es gibt ja verschiedenste Pfefferminzliköre von vielen Herstellern, aber der ist sehr, sehr, sehr mild. Ja, also du kannst halt auch für jemanden, der halt nicht so alkoholversiert ist, ist das wirklich ein Getränk, was sehr mild ist und du hast jetzt nicht das Gefühl wie bei anderen Shots, keine Ahnung, eine Wodka oder so, wo du dann, da ist es, sondern das ist wirklich ein softes Genussmittel, ist aber dann auch
bisschen verführerisch, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber ich sehe auch, es gibt nicht nur den reinen Pfefferminzschnaps, ne? Hier auf der Karte sind noch, was ist das alles? Erstmal Strong und Super Strong mit 50%. Genau. Also haben wir den auch hier gerade? Oh Gott. Es gibt ganz viel, es gibt so Schokomix, dann gibt es Berliner Glitzer. Das ist so, das den kenne ich, ja. Da sind so Glitzer-Effekte ja, genau. Für die, also die Produktpalette wurde da auch ohne Ende erweitert. Das Urprodukt bleibt für mich halt die Luft, Berliner Luft. Ja, und heute, wie gesagt, hat man so die Longdrinks. Du, ich bin das erste Mal tatsächlich mit Berliner Luft in Verbindung gekommen, damals auf eurem Event, beziehungsweise kurz davor. Also ich kannte immer Berliner Luft, ich wusste immer, dass es ein Pfefferminzschnaps war, aber ich war jetzt, ich sag mal, als jemand, der aus NRW ist, ist auf jeden Fall wahrscheinlich sehr lokal verankert. Ja, voll, absolut. Wir haben natürlich auch sowas bei uns, aber ich glaube, das ist so ein richtiges Berliner Ding. Ich meine, es liegt ja auch im Namen. Du, ich habe mich auf eurer ersten Party damit auseinandergelegt. Von daher, ich mag das ganz gerne und ich finde es halt auch nice. Ist halt eine geile Fortsetzung. 2017 bis 2022, Hilfe. Ja, jetzt schließt sich der Kreis hier und wenn jetzt noch ein geiles Event kommt am Freitag, bin ich mal gespannt. Das hast du mir übrigens auch noch nicht erzählt. Ich bin hier komplett ahnungslos in dieser, einfach in dieser Runde. Aber ja, ich find's lustig. Ja, ist auch wild. Ich habe Chris gestern angerufen. Er ist sehr, sehr, sehr wilde Story. Und zwar ging's halt einfach nur darum, einen richtigen Partner hier vor der Kamera zu haben. Damit ich mich nicht alleine verköstigen muss, halt Konstantin und den Alleinunterhalter mache. Wäre das so ein großes Problem gewesen? Da ich weiß, dass Chris ja auch immer empfänglich für Drinks ist, sowieso eigentlich fast auf dem Weg Berlin, nach Berlin war, zwecks Berliner Fashion Week, habe ich gedacht, ey, du holst ihn mal ein bisschen früher ran und war ganz wild. Gestern Abend noch Flieger buchen, Wäsche war noch nicht gewaschen. Ich habe quasi einen halbleeren Koffer mit, so weil meine Waschmaschine letzte Woche kaputt gegangen ist und ich dann gestern so bei der Wäscherei stand und die einfach montags um 13 Uhr zumachen und ich denke mir so, what the fuck, Alter, was machst du denn jetzt? Dann bin ich erstmal Unterhosen kaufen gegangen, ne? Und er hat aber auch gleich einen guten Deal mit mir gemacht, Sprachnachricht übergeschickt, dass er natürlich auch wild bei uns shoppen muss. Ja, so. Und weil ich ja quasi auch schuld bin, weil er hier so kurzfristig herkommen musste, muss ich da, weißt du, habe ich da wahrscheinlich auch preislich bücken. Die Notsituation einfach ausgenutzt, einfach, weißt du? Kriegen wir hin. Guck mal, wir haben ja so einen kurzen. Daran soll es nicht scheitern. Ja, das ist halt, guck mal, Konstantin. Ist auch nochmal wichtig. Schöne Berliner Luftgläser. Cheers. So habe ich Berliner Luft in meiner Vergangenheit konsumiert. In der Urform. In der Urform. Aber das ist jetzt hier natürlich sehr anständig. Ja. Bei mir war das immer so Fußball-Auswärtsfahrten im Zug. Oh Gott. Mit der Flasche im Rüssel. So gehört sich das halt eigentlich. Das ist jetzt die anständige Art und Weise. Du bist ja hier auch immer die 002er, wie man halt so kennt. So aber du bist ja auch mittlerweile Vater, du bist ja zivilisiert, ne? Ja, so. Man kann auch zivilisiert trinken. Also, das ist ja nicht, also, man kann auch beim Trinken eine gute Figur machen. Ne? Also, man kann auch besoffen Vater sein, ne? Ja, das funktioniert auch. Definitiv. Ja, und ja, das ist auch so die Assoziation für die vielleicht die damalige Kohle noch nicht kennen. Oder die History ist halt einfach. Egal, ob das damals Auswärtsfahrten beim Fußball waren, mit den ganzen Kumpels etc. pipo oder andere Freizeitaktivitäten. Lass es ein Sommerfest mit Grillen sein. So Berliner Luft ist eigentlich immer so dabei. Das ist so einfach, das gehört dazu in unserem so Freundeskreis. Ich bin ja so gebürtiger Ostberliner. Das ist halt einfach. Du, ich glaube ganz ehrlich, das ist halt, wie du halt sagst, ist halt ein lokales Ding. Overkill ist auch ein lokales Ding. Machen wir Pause. Ach. Wir machen gleich weiter. Wir machen gleich. Wir hatten uns doch jetzt hier nicht von Tatütata. So, ich glaube, du hast halt, klar, du sagst halt selber deinen Freundeskreis, ihr seid damit aufgewachsen, Fußball immer unterwegs gewesen, Flasche an den Hals. Ich glaube halt, dass das auch einer der Gründe ist, warum das Ding damals so funktioniert hat, so gut funktioniert hat, weil ich erinnere mich an einen riesigen Andrang, sowohl bei dem Release als auch auf der Party. Ne? Ich glaube, die Party da war. Wir haben einen taktischen Fehler gemacht, dass wir erst die Party gemacht haben und der Release am nächsten Morgen war. Weil so viele abgestürzt sind auf der Party, dass wir hatten tatsächlich frühest in der Schlange so die ersten 50 bis 100 Leute. Da waren halt wirklich viele, inklusive uns, die aus dem Club direkt zum Store, dann vom 5 bis um 9 dort abgechillt haben. Ja. Und manche sahen nicht mehr so ganz frisch aus, um es mal so darzustellen.
Aber auch das war, das hat uns alle übel beeindruckt. Auch Puma, wir hatten eine coole Party, das Motto hat genau gestimmt. Wir haben alle gemeinschaftlich auf der Tanzfläche getanzt, Freundschaften haben sich gefunden. Und es gibt halt natürlich auch immer ein paar lustige Assoziationen. Dann trinkt mal einer über den Durst, dann macht der eine mal dies, der andere mal das. Also es war sehr bunt, sehr wild, sehr erfolgreich und wir hatten alle mega Spaß. Und deshalb gibt es jetzt 2.0. Du hast vorhin gesagt, dass ihr das Ding vor 2 Jahren geplant habt oder seit 2 Jahren arbeitet ihr daran? Wir haben tatsächlich, müssen ein paar Insights geben. Weil der Mirage Retro, der kam ja schon vor einiger Zeit eigentlich. Genau. Ne? So. Geplant war eigentlich, Richtung 2020 schon die Kollab rauszubringen. Und zwar ist der Designansatz diesmal bei beiden Schuhen, also unterschiedlich beim XS 7000. Das ist ein bisschen so eine Retro-Version. Wir haben jetzt auch auf der Applikation, auf dem Disc-Glacing-System, Braun- und Gelb-Farbtöne. Die Midsole ist so ein bisschen Off-White Vintage Gelb. Mhm. Und zwar ist die designtechnisch angedeutet an der 70-jähriges Jubiläum von Berliner Luft, Schölkin. Mhm. Und da gab es eine Retro-Edition, eine Retro-Flasche, die tatsächlich einen helleren Mintgrünton hatte, mehr so Off-White-Töne und halt. Ja, die hieß halt auch Retro-Edition und ich habe dann quasi die Flasche als Anreiz genommen, designtechnisch, um die auf den Schuh zu übertragen. Haben die Farbe irgendwann geändert von der Berliner Luft? Die haben die Farbe nicht geändert. Es gibt halt nur immer so Jubiläums- oder Sortimentserweiterungs, sag ich jetzt mal, Getränke. Dann variieren natürlich auch immer Designs der Flaschen. Aber es ist einfach nur das Jubiläum, wurde halt mit dieser 70-Jahre-Edition geprägt. Die Flaschen waren dann halt auch limitiert und der Look war halt anders. Mhm. Und der Look stellt halt farblich das da, was ihr hier findet. Wir haben dann auch, es gibt halt tatsächlich auch so ein Siegel auf der Flasche, haben das dann alles so braun gelb. Das ist alles schon so ein bisschen, sieht schon vergilbt aus und ist halt mit Absicht so gewandt. Hier hinten auf dem Heelcap haben wir beim XS 7000 einmal. Kurze Frage, im Endeffekt hattest du das Konzept ja schon ready. Warum hat es so lange gedauert? Genau. Ich wollte erst mal ein paar Highlights erklären. Ja, sorry. Wie sieht der Schuh aus? Die willst du natürlich nicht hören. Nee, ist halt gar nicht unangenehm. Also wir alle wissen ja, Corona hat uns jetzt leider 2 Jahre begleitet. Ja. Wer uns folgt, weiß auch, wir haben letztes Jahr ein paar Projekte umgesetzt, wie Köln Opening. Ich glaube, wir haben einen Store aufgemacht, ne? In Köln, bei dir, fast vor der Haustür. Fast, und für uns stand eigentlich fest, dass wir die Collab nicht aktivieren wollen unter Corona-Bedingungen. Weil die erste Party ja der Anlass dafür war, dass wir das Projekt erneut wiederbeleben wollten. Ja. Und das war klar, das müssen wir halt mit einer Party, die halt krachen muss. Ja. Und da musst du halt in einem Zeitfenster sein, wo du in Bezug auf Corona halbwegs eine Planbarkeit bekommst. Ja. Und das war halt Mitte 21 nicht möglich. Nee. Wir haben dann Mitte 21 auch Köln noch eröffnet, waren dort aber auch schon. Auch mit ein bisschen Verspätung. Ne? Waren da aber auch schon eingeschränkt und haben dann eigentlich das Release-Datum das letzte Jahr immer wieder geswitcht. Wollten es Ende 2021 machen, dann Anfang 2021, dann war es noch zu kalt draußen, dann waren die Regularien halt immer noch da und jetzt sind wir bei Sommer 2022 angekommen. Corona hat sich ein bisschen runtergefahren. Berliner Luft trinkt man immer noch. Es ist auf jeden Fall auch wieder möglich, eine Party steigen zu lassen. Deshalb kommen die Schuhe tatsächlich jetzt erst raus. Die stehen schon eine ganze Weile bei uns rum. Und frag jetzt nicht, warum wir mit der Content Creation so spät dran sind, wenn die Schuhe schon ein Jahr bei uns sind. Das ist halt, es gibt halt immer mal minimale Verzögerungen. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, und beim Mirage. Ist es tatsächlich so, da haben wir einfach mit einem Fading gearbeitet. Hier habe ich jetzt keine Assoziation zu einem Berliner Luftprodukt, dass ich das jetzt irgendwie 1:1 kopiert habe. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil das Rot konnte ich jetzt gerade nicht so richtig das zuordnen. Das Rot ist tatsächlich vom Logo. Ich nehme mal das Siegel hier von Schilkin. Das ist halt so, hat halt so Rot, Silber, Schwarz Elemente. Und dann haben wir quasi eine Assoziation und eine Anlehnung, unser eigenes Logo mit dem Overkill-Quote und auf der rechten Seite mit dem Puma quasi umgesetzt. Alles so in Anlehnung, damit wir es nicht 1:1 kopieren. Auch natürlich in Absprache mit Schilkin. Danke da auch nochmal. Sind auf jeden Fall auch treue Unterstützer von dem ganzen Projekt. Und deshalb finden wir das Rot hier wieder, auch im Lining. Ich glaube, das harmoniert auch ganz gut. Es passt auf jeden Fall zu dem Modell, so finde ich. Und
Ansonsten, wo man sich ein paar Details was abgeguckt hat, ist hier, hier im Hinterbereich. Die Berliner Luftflaschen haben halt hier auch immer so diese Stripes, diese Pinstripes. Die haben wir dann halt hier auch hinten in den Fenstern eingelassen und haben dann natürlich auch dieses, ich weiß gar nicht, wie die Schriftart heißt, jetzt nicht so Deutsch-Gothic oder wie auch immer, dann auch übersetzt mit Overkill und Puma Wording. Ja. Links, rechts immer verschieden. Wer mich kennt, weiß halt immer, links, rechts muss immer anders sein. Puma und Overkill müssen immer die gleiche Aufmerksamkeit bekommen, was die Logos anbelangt. Hinten dann noch 3M. So ein bisschen reflektierend, weil die Labels von Berliner Luft, die Flaschen, auch immer ganz viele Silberelemente haben. Und dann haben wir das natürlich als Designelement mit reingenommen. So, wir waren ganz kurz raus, weil Krischi, erster Drink muss da mal gleich wieder für kleine Männer. Also, was müssen wir jetzt machen? Erster Drink ist alle, müssen wir mal bei Konstantin. Nachschub. Wie sieht's aus? Bist du ready für einen zweiten Drink? Ja, auf jeden Fall ready. Wir hatten ja gerade Berlin Tango. Ich würde jetzt mal Berliner Mojito nachordern. Berlin Mojito ist vielleicht noch mal ein kleines Bisschen auf. Geil. Ich hätte gern, glaube ich, diesen Berliner Luft Soda. Soda, ja. Ich achte ja ein bisschen auf meine Figur. Na klar, ich auch. Seit 2 Jahren. Du auch? Ja, natürlich. Ja. Mehr mal weniger. So, Mojito bestimmt. Minze natürlich, darf nicht fehlen. Ja. Die wird immer, wenn die so geklatscht wird, dann wird die immer kurz wach gemacht, ne? Dass sie bei so einem Aroma entfaltet, richtig, oder? Richtig, wach gemacht. Und beim ersten Nebenbei. Hast du zweiten Nebenbei auch mal. Wenn ich dir auf den Arsch klatsche, ist er dann auch wach gemacht. Ja. Limette. Und alle so erfrischende Zutaten. Das ist genau mein Style. Eis. Minze. Ich habe so eine Mini-Anekdote. Ich will eigentlich abnehmen und dazu müsste man Wasser trinken. Ich schaffe das aber nicht. Deswegen Berliner Soda, ja. Ja. Das einzige Wasser, was ich länger trinken kann, weil mich langweilt halt Wasser. Ich trinke dann auch wieder. Wenn es auf dem Tisch steht, ich trinke es einfach nicht. Ja. Aber mit Minze, Minze ist das einzige das Wolvic. Wasser, was Wolvic. Mir noch nicht vergangen ist. Wolvic? Green Tea, Wolvic, Minze. Ja, mag ich auch gerne. Ist richtig aber gut. Aber sonst ne? Komme ich an Wasser leider nicht ran. Nee, nur da muss so ein kleiner Touch irgendwas drin sein, ne? Sonst ist das langweilig. Sieht sie auf jeden Fall schon sehr spannend, sehr eisig aus, sehr erfrischend. Genau das Richtige für 30 Grad im Berliner Sommer. Im Berliner Kiez. So, während Konstantin ja noch schnell unsere Drinks anrührt, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Wir haben ja, ich weiß. Viele Infos einzusammeln. Du hast noch eine Frage gehabt, eben bevor ja, mich als Blogger, ich nenne mich jetzt mal so, interessiert natürlich, auch wenn die Frage natürlich gemein ist, weil ich weiß, die stammen beide aus deiner Feder oder beide vom Team Overkill. Hast du von den beiden einen Favoriten oder generell vielleicht auch von allen vieren? Weil ich würde jetzt sagen, weil ich halt letztens meine OGs gesehen habe, die ich zu Hause hatte, da war halt dieser OG Mirage dabei und ich habe mich da so wieder drin verliebt, in die Farben, in das Material, in die Form. Für mich, wenn ich das vorwegnehmen darf, ist der Mirage am stärksten. So, jetzt zu mir. Ja. Ja, gibt natürlich eine kleine Nuance. Also beim damaligen Job war es auf jeden Fall ganz klar der Disc, weil der hat für mich Kindheitserinnerungen. Ja. Und hat einen sehr hohen Stellenwert. Du hast immer Disc getragen, glaube ich. Was mich manchmal nervt beim Disc ist, ich habe einen relativ hohen Spann. Ja. Und manchmal, je nachdem, welches Material du nutzt, sind die Schuhe nicht perfekt geeignet für einen hohen Spann. Ja. So, jetzt kommt's. Der XS 7000, der wurde jetzt als Retro, die Original, ich habe übrigens einen. Kurz mal einblenden. Warte mal, bevor unser Drink kommt, Marc, musst du mal eben, dann ist die Zunge lockerer. Ne? Oh, bevor ich wieder losnörde. Ja, genau. Alle totklopfe mit meinen Worten. Cheers. OG-Version. Geil, danke. XS 7000 gehört natürlich so zu meiner Sammlung. Ungetragen übrigens. Ungetragen. Muss man dazu sagen. Da gab es bis vor 2 Jahren oder vor einem Jahr nie einen Retro zu. Ja. Und ich konnte den quasi damals nicht tragen, weil ich zu jung war. Ja. Fand den schon immer mega interessant. Und das Gute bei dem ist, im Vergleich zum Disc, dass der eine lockere Zunge hat. Also du kannst quasi für Leute, die einen hohen Spann haben wie ich, die haben dann nicht mehr das Problem, dass sie da nicht reinsteigen können oder dass der Fuß so pockert. Und das feiere ich bei dem ab. Ich hatte mal den rechten Fuß gebrochen. Das geht gar, ich passe gar nicht in die normalen Disc rein. Und mit dem linken geht's auch nicht. Also ich bin, wenn, dann so... Ne, weil der normale Disc, ich komme da nicht rein. Das funktioniert einfach nicht. Ich hab mir einmal eingekauft. Für die, die es auch noch gar nicht wussten, 1991 gab es den OG das allererste Mal. Es war der erste Schuh
jetzt wirst du mich gleich wieder angreifen, ohne Schnürsenkel, mit einem, mit einem Self-Lacing-System. Also das System ist halt ein Patent von Puma, deshalb sehr bekannt, ikonisch. Und ja, schnurlos, du verschließt halt den Verschluss mit diesem Drehknopf, ist halt mega geil. Ja. Mega geil. Ja, geil. Wir hatten nämlich vorhin die Diskussion, dass dieser Puma der erste Schuh ohne Schnürsenkel sein soll. Was ja quasi eigentlich nicht stimmt, weil es gab ja schon Schuhe mit Klettverschluss. Ohne Schnürung. Und dann kam der Klugscheißer. Oder es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Klugscheißer und Besserwisser, habe ich gelernt. Du bist ja Besserwisser. Kam man mir mit Klettverschluss im Nacken. Da war ich jetzt natürlich, okay, was sollte ich jetzt halt sagen? Wir sind aber stolz auf unseren Drehverschluss. Den zelebrieren wir halt heute. Der erste Performance-Schuh ohne Schnürsenkel. Cheers hier. Nochmal auf meinen Berliner Mojito. Und du hast? Berliner Luftsoda. Prost. Cheers. Millimeter, oder? Genau, ein bisschen Limette ist drin und eine Zitrone im Rahmen. Ah. Der ist jetzt ein bisschen stärker. Ist halt Mojito-like. Also man schmeckt komplett Mojito-DNA raus. Mit halt wirklich nur einem leichten Minzzusatz. Also ich finde es halt sehr angenehm. Du weißt sofort eigentlich, welches Getränk es sein soll. Also wenn du jetzt die Augen zu hättest, müsstest du raten, dann weißt du eigentlich gleich, aus welcher Familie das halt kommt. Mit, wie gesagt, ein bisschen Minze-Topping. Wenn ich die Augen zugehabt hätte, hätte ich gesagt, das ist so ein Iso-Sport. Mhm. Wegen der Zitronenlimonade, ne? Geht bei dir der Minzgeschmack aber unter? Voll, ja. Bei dem ersten ist der richtig durchgekommen und hier geht der sehr unter. Aber ich finde es geil. Das ist wie, als wäre ich jetzt vom Laufen gekommen, würde mir so eine kalte Limo reinziehen. Limo mit Schuss. Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgedriftet. Also bei mir persönlicher kleine Nuance bei Favorit XS7000. Da schlägt mein Herz. Der ist, für mich ist es ein Spezialistenschuh. Und ich feiere das hart ab, dass er zurückgekommen ist und dass wir auch die Möglichkeit hatten, durch die Kindheitserinnerung auf den eine Collab zu bauen. Das war für mich natürlich auch wieder so ein kleiner Ritterschlag. Ich war damals mit dem Disc schon sehr glücklich und hier war so, hey, Jackpot. Und ich hatte aber Bock und ich lieb halt beide. Ich konnte mir aussuchen, was ich haben wollte. Es ist ja nicht so, dass Puma dann sagt, ey, Marc, hier, mach mal los, so und so. Sondern dann guckst du halt in die Produktpalette und schaust halt, mit welchen Produkten kannst du dich identifizieren. Und bei mir ist es, ich probiere mal für zwei verschiedene Kundenklientel zu machen, Schuhe zu produzieren und so dieses so Daily Beater, Preis-Leistungs-Verhältnis, Retro-Running ist halt bei mir auch immer hoch im Kurs. Und deshalb eher, ich glaube, das ist ein Schuh, den hat man einfach öfter an. Kommerzieller. Ja. Der ist spezieller. Ja. Aber halt vielleicht ein bisschen, nein, Hype nicht, aber halt einfach für informierte Leute halt, ist das hier der Geheimtipp. So. Ich glaube, ihr seid auch die einzigen Kollabopartner auf den beiden Modellen. Kann das sein? Mirage und XS, ich glaube ja. Ja, ne? Dass wir, die anderen wissen nicht, was gut ist. Siehst du? Deshalb sind wir da, um allen zu erklären, was da draußen gut ist. Ja, ist doch auch irgendwo eine Wertschätzung, oder? Seitens Puma? Ja, also definitiv, wie gesagt, jahrelang eine gute Zusammenarbeit. Ich meine, wenn du dir die Sachen aussuchen kannst, dann scheint ja schon ein gewisses Vertrauensverhältnis da zu sein. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du so reingepresst wirst. Ja. Ich stell dir selber vor, es kommt jemand zu dir, ey Chris, lass mal hier einen ersten Deadstock X Collab machen. Dann ist halt schwierig, wenn dir irgendwas vorgesetzt wird. Ich glaube, auch die Leute draußen, die wollen halt das haben, was wir abfeiern, was uns gefällt, wo wir eine Storytelling dazu haben, dann kann das Ganze funktionieren. Ja. Wenn das alles nicht gegeben ist, weiß nicht, ob man dann den Vibe spürt und dann auch Bock auf das Produkt hat. Ja, verstehe ich. Nee, bin ich bei dir. Ja, ansonsten Party, weil wir haben ja nicht ganz so viel Zeit heute. Wir müssen noch. Erzähl mal ein bisschen von der Party. Einen abendlichen Umbruch. Oder darfst du noch gar nicht erzählen? Doch, natürlich können wir erzählen. Wir haben pünktlich zur Fashion Week. Neben der Sieg und der Premium findet ja dieses Jahr auf dem ICC Messegelände auch neue Location, The Ground. Ja, statt. Ja. The Ground ist quasi eine externe Fläche, wo es auch die Möglichkeit gibt, für Endverbraucher die zu besuchen. Da gibt es halt einen separaten Space auch. Gibt halt wie immer für Fashion Week halt viele Fashion Talks, viel so Influencer, Blogger da sein. Auch so ein braucht paar. Keiner. Und da kuratieren wir tatsächlich auch so einen eigenen Overkill-Booth-Stand, wo wir eine nette, schöne Ausstellung kuratieren. Hall of Fame, alle unsere Collabs, alle Never Released Samples, auch alle Collabs, die noch nicht das Licht der Blick der Welt haben und vielleicht in den letzten Jahren leider die finale Produktion nicht geschafft haben. Ah, okay. Vielleicht auch mit der einen oder anderen Brand. Okay. Ja,
wo es dann letztendlich dann leider doch noch nicht geklappt hat. Wir haben halt den Stand auf der The Ground Fläche, machen dort diese Exhibition, werden dann dort auch exklusiv, die Messe geht vom 8., 9. und 10., ja. 7. hier in Berlin am Messegelände. Wir werden am 9. quasi einen Tag exklusiv die Puma Collab vertreiben, plus unser Merch, dazu kommen wir auch gleich. Gibt's die nur auf der Messe? Es wird die erstmal am Freitag, den 9. nur auf der Messe geben. Oh. Ab 10. dann Berlin in Store und lokal natürlich auch in unserem Kölner Store. Mhm. Das war halt all die Leute, die es lokal halt vielleicht nicht schaffen, zur Messe trotzdem ein Kontingent reservieren. Und auf dem Sonntag, das ist dann der 11. 0 Uhr nachts mit Night Release, wenn noch was übrig ist, packen wir noch was online und dann haben natürlich all die anderen die Möglichkeit, die nicht in Berlin oder in Köln oder auf der Messe zu gehen sind. Und ja, wie groß sind da die Chancen? Darfst oder willst du über die Stückzahlen reden von der Collabo? Weil wenn du sagst, erst haben auf der wir Messe... Haben wir ja vorhin schon. Ja, aber dürfen wir das hier sagen? Ja, also wir sind bei 500 Stück. Ja. Also jeweils? Wir sind globaler Exklusivpartner. Also die Schuhe gibt es nur bei Overkill, ja. Bei keinem anderen Retailer, auch nicht bei Puma auf der Website. Ja. Das heißt aber, wenn du jeweils 500 Stück bestellst, dann schätzt du beide Schuhe auch gleich stark ein. Oder? Kann man doch so sehen, oder? Genau. Ja. Also, was heißt gleich stark? Wir haben uns halt an, es gibt auch immer so verschiedenste Limitierungen und bei einer Kohle bisher so, muss es ja auch nicht, das Rad auch nicht überdrehen. Mhm. Ich glaube, jeder unserer Konsumenten oder Spezialisten draußen mag das auch, wenn er etwas Seltenes am Fuß hat. Ja. Und dann orientiert man sich halt auch mal an so einer Menge, ab wann. Klar, du kannst auch so 2.000-3.000 Units unter die Leute bringen und die halt abverkaufen. Aber dadurch, dass wir zwei Silhouetten haben und am Ende des Tages dann knapp 1.000 Leute sind, die wir glücklich machen können, ja, sind wir damit völlig fein. Wir machen dann am Freitag zwischen 18 und 22 Uhr im Außenbereich beim The Ground Kalender, was auch die Sieg und die Premium verbindet, einen Outdoor-Rave. Nice. Natürlich auch wieder mit elektronischen Beats nice. Vom Overkill Sound System. Wir haben halt draußen gibt's eine riesen Pool Area mit einem Laufsteg. Seid auch alle herzlich willkommen. Da werden wir auch noch mal ein paar Drinks Berliner Luft zu Verköstigung geben. Ja. Vielleicht kommt der Konstantin noch mal rum und macht noch mal. Hast du eine mobile Bar? Mobile Bar nicht. Ja. Aber ja, wir können auch bei Overkill immer ganz gut improvisieren. Dafür sind wir ja bekannt. Plötzlich stehst du hier in irgendeiner Bar in Berlin. Das habe ich gemerkt. Ey. Und ja, Schuhe am Freitag, genauso wie Merch. Ich weiß nicht, wen es schon aufgefallen ist. Wir tragen heute noch ein Shirt. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Du zeig du mal dein Product Placement. Ja. Und zwar gibt's drei Shirts, zwei Hoodies, immer gleiches Design, vorne relativ basic Overkill drauf, hinten eine Anlehnung an dem Original Logo von damals. Die Shirts sind übrigens richtig gut, muss ich sagen. Richtig guter Fit. Von Berliner Luft, vom Fitting für viele da draußen. Die sind eher oversized, bisschen größer, boxy, ja. Also groß, anders wie unsere regulären Overkill Rohlinge, deshalb Achtung. Soll ich mal zeigen? Kauft hier, das euch ist M. die. Und ich bin groß, 1,89, 100 Kilo. Ja, also ich habe jetzt eine XL an, bin 110, 115 Kilo, irgendwie sowas in Richtung. Stimmt das? Und also die fallen auf jeden Fall ein bisschen größer aus, sind auch anders wie unsere regulären Rohlinge. Drei T-Shirts, zwei Hoodies. Hoodie machen wir in Babyblau und Babyblau Mint. Und in einem Anthrazit-Schwarz, ein bisschen Stonewashed ausgewaschen, ja, auch oversized, ein bisschen boxy. Du hast dieses Stonewashed, ne? Aber später auch im Shop mal checken. Wir haben natürlich auch ein bisschen heute noch ein paar Bilder hier in der Bar gemacht, dann Konstantin. Wir sind sehr, sehr spät dran, aber so ist es halt manchmal auch. Und wenn das Produkt stark ist, dann kann man sich auch mal 2 Tage Vorlaufzeit an Werbung aufhalten. Wie sagen wir bei Team Deadstock immer? Shock Drop. Ja, dann... Keine Ahnung, kommt uns einfach auf der Messe besuchen, kommt am Stand vorbei, checkt die Ausstellung, checkt gerne die Schuhe. Wir haben die Collab ausgestellt, wir haben den Merch-Drop mit am Start. Wir haben noch ein paar limitierte Berliner Luft-Spraycans, auch von Loop. Danke nochmal an die Jungs von Loop. Die Dose war damals limitiert, die haben wir jetzt auch nochmal mit auflegen lassen können in einer überschaubaren Anzahl. Wird ein bisschen was geseedet. Es gibt aber auch am Stand bei The Ground ein paar Optionen, paar Quiz-Optionen gegen mich anzutreten und sich ein paar schöne Sachpreise zu sichern. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns auf der Tanzfläche wiederfinden, wieder einen geilen Rave haben und hoffe natürlich, dass wir ja einen starken Erfolg mit der erneuten Kohle feiern. Und vielen Dank an Puma.
Ja, ich weiß nicht. Gibt es noch was hinzuzufügen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Na, ich würde sagen, ich bestelle jetzt noch einen Drink. Deiner ist ja auch fast leer. Und dann sind wir eigentlich durch für heute, oder? Dann sehen wir uns am Freitag, ne? Ich kriege gerade ein schönes Signal. Das könnt ihr nicht sehen. Wir sind ja mal authentisch. Von unserem Videographer, ja, dass unsere Technik mag die Hitze hier nicht. Ach so. Die macht gleich schlapp. Deshalb, wir drehen jetzt einfach weiter. Wir können auch weiter trinken. Ja. Und irgendwann ist die Kamera einfach aus. Einfach dann weg. Verabschieden wir uns schon mal im Vorfeld für all die Leute, die uns dann nicht mehr sehen. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt genug Infos bekommen. Vielen Dank an Chrissy. Chrissy ist jetzt ein paar Tage an meiner Seite. Er wird heute auch noch ein bisschen anständig abgefüllt, dass er so kurzfristig unter niederen Umständen. Ja. Wir haben auch noch ein paar Überraschungen. Checkt einfach mal die Tage Instagram und unseren Blog. Okay. Wir haben noch nicht alles erzählt. Okay. Nicht ganz alles. Ja. Aber wie gesagt, die Zeit wird zu knapp. Konstantin, auch dir nochmal vielen lieben Dank, dass du uns deine Location heute zur Verfügung gestellt hast. Nice Bar tatsächlich. Und echt gut. Ja, ich bin gespannt. Es wird heute noch ein längerer Abend. Ihr dürft nicht mehr die ganze Zeit dabei sein. Du hast sturmfrei, hast du mir gerade erzählt. Sturmfrei, ja. Sturmfrei. Habe ich was vergessen, Chrissy? Ja? Habe ich irgendwas vergessen? Müssen die Leute noch was wissen? Nö. Wir haben jetzt über die beiden Schuhe gesprochen. Wir haben gesprochen, was es für tolle Berliner Luftmixgetränke gibt. Eigentlich sind wir durch. Wir haben über deinen Call gesprochen, den du mir dann gestern rübergeschickt hast. Quasi. Ja. Aber hat doch funktioniert. Ja, super funktioniert. Ich sag, das Karma oder das Schicksal das macht das halt immer. Wenn man es früher nicht schafft, wenn man einfach busy ist, wenn man immer zu viel... Alle, die mich kennen, wissen, ich habe zu viel zu tun. Und es muss dann funktionieren, wenn es funktionieren muss. Ja gut, und das hat dann auch haben wir geklappt. Auch Punktlandung heute, oder? Komm. So, meine Kinder draußen. So. Ah, jetzt wird nochmal nachgeschoben hier. Wir verabschieden uns langsam. Also zumindest von euch. Hier geht's noch ein bisschen weiter und auf euch. Cheers.